Wolfgang Preißler, ELD 2 am Berlin. Um 0.17 Uhr über mehrere Notrufe zu einem Wohnungsbrand gerufen, hier in die Hasengartenstraße. Wir hatten einen Wohnungsbrand, einen ausgedehnten. Die Brandbekämpfung wurde von zwei Trupps und der BA mit einem C-Rohr vorgenommen. Wir haben eine verletzte männliche Person, die vom Notarzt erst versorgt und ins Krankenhaus verbracht wurde. Wir hatten einen intensiven Brand in der Wohnung mit erheblicher Rauchentwicklung auch in den Treppenraum hinein. Im Zuge der Löscharbeiten wurde die Wohnung über einen Hochleistungslüfter entraucht. Bereits aus der Wohnung wurde von mir lediglich in die stabile Seitenlage gebracht zur Verbesserung der Arbeit. War außer der Brandwohnung keine weitere Wohnung betroffen. Danke.